Jetzt ist er wieder gut gelaunt, das ist nicht gut. Nein, du musst jetzt erst nochmal hier gucken. Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Hm, was mache ich mit der Pfanne wohl? Oh, sie gehört zu den Geistern. Ich mache mal genau das gleiche wie im letzten Level. Ich gucke mir erstmal ganz blöd die Pfanne an und dann haue ich alle anderen Pfannen da weg. 451, nein, 415 natürlich. Das ist unser Code. Und den müssen wir uns merken. 415. Oh nein, Pac-Man, versuch nicht sowas. Ich glaube, das geht schief. Ich glaube wirklich, dass das schief geht. Nö, es geht nicht schief. Du hast überlebt. Aber da musst du jetzt nicht so... Da musst du auch überlegen jetzt, wie du das machst. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Diesmal klappt es besser als vorher. Und das machen wir am besten auch noch auf. Sonst geht hier die Hölle auf Erden los. Okay, Pac-Man, du hast es gleich geschafft. Schau dir doch mal die netten Lebewesen da in dem Glas an. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Selbst damals in meinem Bio-Grundkurs an der Hauptschule hatten wir das nicht. Aber das nehme ich noch mit. Nee, ich glaube, diese Geister muss ich fertig machen. Wir gehen nochmal nach links. Komm. Nein, es ist egal. Ich will, dass du da reingehst. Ja, sei so wütend, wie du willst. Halt mal deine Hand da rein. Genau so wollte ich das. Zu blöd zum Scheißen, aber diesmal ist er mein Kapital. Ja, die liegt da direkt neben dir, du Eierkopf. Oh, Pac-Man, du bist ja heute wieder super ausgerüstet. Und bitte eine ID-Card. Nein, es gibt keine ID-Card. Oh, verdammt. Okay. Dann muss ich diese ID-Card wohl noch suchen. Bevor ich hier wieder reingehe. Wo könnte ich denn noch was übersehen haben? Ich habe nur zwei Karten. Ich brauche diese ID-Karten, um die Tür in der Fabrik zu öffnen. Ja, ich habe eine zu wenig. Ich kann nur 4 und 1 machen. Die 5, die fehlt mir dann noch. Und da kannst du auch nichts hintersehen. 3 ID-Karten? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur 2, so eine Scheiße. Ein Kaugummi-Monster, das halte ich auch für übertrieben. Ja, da kannst du auch jetzt richtig sauer sein, mein Schatz. Ta-da-dam-dam-dam-da-dam. Habe ich eigentlich in alle Mülltonnen dieser Stadt reingeguckt? Nein, nein, nicht dagegen treten. Das ist auch nicht lustig. Hallo, Pac-Man? Was ist da gerade los? Habe ich dir gerade das Leben gerettet? Oder passiert das jetzt noch? Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Und wie das so oft im Leben ist, wenn man sauer ist, gewinnt man einfach. Mit einer negativen Grundeinstellung fallen einem die besten Ideen ein. Zum Beispiel über eine Pfütze zu rennen. Oder hier in diesen Sessellift zu. Du sollst da reingehen, du sollst da nicht gegentreten, du Eierkopf. Ach man, du bist so ein Vollidiot. Kevin, sag ich schon. Nein, Pac-Man. Zurück. Mit einer negativen Grundeinstellung kannst du auch gerne mal in dieses Ding da rein. Oh, was ist das denn? Ist das ein Lift? Muss ich da jetzt reinklettern?
und er zieht dich nach oben. Ich muss gerade an den Film A-Team denken. Nicht an die Serie, sondern an den Film. Da, wo B.A. Baracus mit seiner fetten Wumme sich als Fensterputzer ausgibt. Okay, hier hast du einen Drop. Das sind meine letzten Reserven, Pac-Man. Die musst du auch gut nutzen. Vielleicht gibt's hier die letzte ID-Card. Wäre gut möglich, oder? Und hier... Ja, Baby! Die letzte ID-Card! Klasse! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die kannst du dir auch gleich mal unter den Nagel reißen. Gut! Damit hast du sie gefunden! Super! Ich bin so stolz auf dich. Mama wäre auch stolz. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Mama auch stolz wäre. Du hast 3 ID-Cards gesammelt. Wie sieht eigentlich die Mutter von Pac-Man aus? Was war das? War das so ein Schweizer Käse? Mit extra kleinen Löchern? Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir ja. Da waren wir ja schon mal. Hier waren wir schon mal. Nein, das kannst du nicht, Pac-Man. Da bist du zu... Das schaffst du nicht. Da brauchst du auch gar keine Angst haben. Das schaffst du einfach nicht. Das ist unmöglich. Das kannst du nicht. Du musst hier an das Seil. Oh. Habe ich schon zu früh geschossen? Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich will, dass du dich an das Seil hältst. So, genau. Kannst du auch hier schön runterfahren. Und ich bringe mich dann auch noch sicher ins Ziel, weil ich so nett zu dir bin. Und dann kann es weitergehen. Los, weiter mit dir. Ja, und er ist wieder fröhlich. Er hat es nämlich geschafft. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drauf schieße? Oh, es kommen Wolken raus. Wieder Wolken. Guck dir das mal an, das ist interessant, Pac-Man. Puff! Eine Holzkohle-Explosion. Das tut bestimmt weh. Und das ist auch nicht sehr angenehm. Ja, es ist klar, dass du da wieder unglücklich bist. Aber das bleibt nicht aus. Nee, Schatz, das musst du mit Anlauf machen. Sonst wirst du hier nichts. Und 3, 2, 1 und los! Zwar ohne Pirouette, aber so geht's ja auch. Supi! Machen wir ihn erstmal sauer. Vielleicht reagiert er ja anders, wenn er sauer auf dieses lose Tablett hier steigt. Ja, so musst du weiter gucken. So ist gut. Brav, Pac-Man, brav. Nein, ich glaube, er reagiert nicht anders. Und er landet auf dem Boden. Bam. Der Ärmste. Jetzt wollen wir ja wieder nach links oder nach rechts. Vielleicht finden wir die Einbrecher irgendwo noch. Und wenn wir die nicht finden, müssen wir ja wieder zurück und im Pac-Man Garden noch ein paar Pac-Man-Pilz holen. Oder wir holen die einfach aus diesem Busch hier. Der kriegt auch nochmal was. Was? Wieso hast du diesen komischen Typen abgeschossen? Ich bin total sauer auf dich. Ja, Pac-Man macht wieder seine Ein-Mann-Unterhaltungsnummer. Aber das interessiert mich nicht. Ich will jetzt die Einbrecher finden. Ja. Nein, du sollst nicht runterfallen. Du bist einfach nur selbst schuld, wenn du dich bashen lässt. So, gehen wir wieder hier hin. Hab ich doch gerade gesaved, ne? Ich habe noch alle 3 ID-Cards. Nein, nein. Wir Pac-Man da lang. Pac-Man rechts lang. Ja. Jetzt gibt's erstmal Cola und dann bist du wieder gut drauf. Dann kannst du wieder abchillen. Oder ich schmeiß dir einfach ein paar Blumenkästen auf den Kopf. Das kann ich auch machen.
Aber das wäre auch viel zu gemein. Komm. Ich habe Cola gefunden, die will ich jetzt haben. Drück drauf. Und dann wundere dich, dass nichts passiert. Verliere gleich am Anfang die Geduld und tritt mit vollem Brot dagegen. Komm. Hol aus und tritt gegen. Tritt gegen diesen dämlichen Automaten. Mal gucken. Oh, das war falsch. Vielleicht passiert ja was anderes, wenn ich nochmal ein Loadstate mache. Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, nichts anderes. Oh, das tat weh. Jetzt ist er wieder in seiner grundlegenden schlechten Stimmung, aber ich glaube, das ist besser, als wenn er vor Wut kocht. Weil er so zumindest einen kleinen Blick auf die Realität behält. Gut. Machen wir mal ein Safe State hier. Ja, jetzt sieht er nämlich den Kanal. Den hätte er sonst nicht gesehen. Da kann ich den Kinder leicht drüber springen lassen. Ich werde mal gucken, ob ich das Ding irgendwie noch kaputt kriege. Nein, ich will nicht Pac-Man kaputt kriegen. Oh Mann. Ach ja. Ja, geh mal da rein. Vielleicht waren da jetzt die Einbrecher und haben alles mitgenommen. Die waren nämlich im Musikladen und haben alles ausgeräumt. Nein, sieht mir nicht so aus. Ich finde es übrigens total schade, dass ich diese Frau da nicht abschießen kann. Aber er kann echt gut Klavier spielen, das muss man ihm lassen. Oh, guten Morgen. Nein, ich will nicht, dass du da nochmal reingehst. Ja, nein, 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 nein. Wenn du da guckst, dann gibt's wieder Ärger. Dann gehst du nämlich wieder Game Over. Pass auf. Oh, was macht er denn jetzt? Och nein, ich glaube, man kommt gar nicht hier vorbei, ohne das Hotdog mitzunehmen. Das oder der Hotdog? Der Dog, der Hund. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile ziemlich müde bin. Und dass ich dieses Spiel dann echt gerne innerhalb der nächsten halben Stunde durchgespielt hätte. Und was macht er jetzt für eine Fresse? Ja, geh einfach rein. Kletter rein. Das hätte ich auch von dir verlangt. Ja, guck doch mal da drin. Vielleicht ist da ja was, was dich interessiert. Hä, wieso bist du jetzt schon wieder sauer? Ich hab dir nichts getan. Geh da mal rein und verprügel die beiden Einbrecher. Ich hau euch die Fresse ein. Komm. Hier können wir doch beide gar nichts. Ja. Ja, schnapp dir den. Schnapp dir einen. Schnapp ihn dir. Und was hat er da drin? Du hast den Sack vor dem Einbrecher gefunden. Pac-Man, das ist echt gut. Mh.